Die Bundesliga geht wieder los. Leider noch ohne mich. Dafür aber das Feiertagsmagazin mit Nobby. Viel Spaß dabei. Ich glaube, es geht schon wieder los. Der BVB startet Samstag in die Bundesliga. Cry Wolf. Zum Auftakt will Borussia die Wölfe zum Heulen bringen. Back for good. Zurück zu alter Form und heute im Studio Nuri Sahin. Hallo und herzlich willkommen beim Feiertagsmagazin. Das 91-tägige Warten hat endlich ein Ende. Endlich wieder Bundesliga-Fußball, endlich wieder Borussia Dortmund. Und natürlich wollen wir euch auch in diesem Jahr wieder auf die kommenden Begegnungen mit unserem Feiertagsmagazin einstellen. Es gibt ein paar Neuerungen. Ich kenne sie auch noch nicht. Ich bin selbst gespannt. Mal gucken, was die Jungs sich da haben einfallen lassen. Morgen geht es gegen den VfL Wolfsburg. Und bevor wir hier richtig durchstarten, wollen wir euch erst einmal in Stimmung bringen. Endlich wieder Bundesliga. Endlich wieder Borussia. Der BVB mit neuem Schwung und neuen Ideen in die neue Saison. Von Anfang an auf Angriff. Vollgas ist zurück in Dortmund. Das Minimalziel, direkte Qualifikation für die Champions League. Doch wer will sich schon mit dem Minimum begnügen? Die Borussia ist wieder hungrig. Auf den Start in die Bundesliga. Ja, spätestens jetzt sollten ja alle heiß sein auf die Saison auf Borussia Dortmund. Es geht morgen gegen den VfL Wolfsburg und zum letzten Mal gab es beim ersten Spieltag die Paarung Borussia Dortmund gegen Wolfsburg oder umgedreht vor 12 Jahren. Und genau vor 12 Jahren hat ein junger Spieler debütiert bei Borussia Dortmund. Und der sitzt jetzt neben mir, Nuri Sahin, den ich natürlich ganz herzlich begrüße. Wow. Nuri, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, danke dir. Wir starten auch direkt mit Tempo. Neues Konzept, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Jetzt gibt's den Fragenkonter. Ich werde dir kurze Fragen stellen und was dir spontan einfällt, sagst du uns und natürlich den Zuschauern. Es geht immer um das Thema Debüt. Okay. Ich fange an. Dein BVB-Debüt gegen Wolfsburg. Top. Dein erstes Tor für Borussia. Traum. Deine erste schwere Verletzung. Katastrophe. Deine Premiere in der Champions League. Kindheitstraum. Dein erster Platzverweis. Hatte ich noch nicht. Doch. Ja, bei den Amateuren. Wir reden vom Platzverweis, wir reden ja nicht von... Ja, das stimmt. Bei den Amateuren habe ich eine gelb-rote bekommen, ne? Ja. Dass ihr das noch wisst, das ist ja krass. Hm? Was gegen wen es war? Erfurt. Wenn du das noch sagst. Erfurt. Ja. Erfurt. Oh, perfekt. Ja, ich habe dir eben gesagt, mit 16 Jahren und 335 Tagen bist du der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Und wie hast du eigentlich so die Tage, Stunden, Minuten vor deiner Premiere erlebt? Ja, das war so, dass ich bis Donnerstag ehrlich gesagt auch nicht wusste, ob ich spiele, ob ich überhaupt dabei bin, ehrlich gesagt, weil ich bin da später ins Training eingestiegen. Es hieß ja für mich damals, dass ich erstmal reinschnuppern soll und dann halt, ich konnte ja noch A-Jugend spielen und dann war die Frage A-Jugend oder Amateur. Erste Jahr A-Jugend, genau. Und dann war Donnerstag Training und dann kam mein damaliger Trainer Bert van Marwijk auf mich zu und hat mich in sein Büro bestellt und hat zu mir gesagt, wie sieht's aus? Hab ich gesagt, gut. Hat er gesagt, ja, ich überlege, ob ich dich mitnehme. Hab ich gesagt, ja, super, freut mich. Und dann hat er gesagt, ich überlege auch mit dir anzufangen. Hab ich gesagt, ja, super. Und das war so, das ging wirklich nur 2 Minuten, glaube ich, das Gespräch. Und ja, dann hatten wir Training und dann Freitag Abschlusstraining und da war es schon klar, dass ich auch spielen werde. Und das war dann halt, ja, auf jeden Fall war ich schon leicht nervös, muss ich auch mal sagen. Aber alles andere wäre aber auch verwunderlich. Hab dann aber auch überraschend gut geschlafen, muss ich sagen. Und habe mich dann am Samstag dann sehr gefreut. Ja, und wir wollen uns noch einmal ein paar Bilder anschauen von Nuris Debüt von vor 12 Jahren in Wolfsburg.
damals war er der Neuling und hier sitzt er bei mir. Und morgen ist er wieder da. Allerdings hoffentlich wie der Alte. Wolfsburg, 6. August 2005. Beginn einer außergewöhnlichen Karriere in Schwarz-Gelb. Nuri Sahin, Fanliebling von der ersten Sekunde an. Und sofort wird deutlich, für welche Rolle er geboren wurde. Sahin entwickelt sich zum Taktgeber im BVB-Spiel. Er ist das Herz, er ist die Seele, er ist schlichtweg der Boss. Super dominant. Der ist entgegengekommen, hat einmal geguckt, der Puffer mit dem Ball über 3 Meter gespielt. Er war einfach dominant, du konntest ihn immer anspielen, immer gezeigt und so. 2011 deutscher Meister, bester Spieler der Bundesliga und Wechsel zu Real Madrid. Schweren Herzens. 2013 die Rückkehr. Mit Sprechchören wird Nuri in seinem sportlichen Wohnzimmer empfangen. Ein Moment für die Ewigkeit. Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, wieder zu Hause zu sein. Allerdings, in jüngster Vergangenheit kämpft Sahin mehr mit Verletzungen als mit Gegnern. Nur 21 Bundesliga-Einsätze in den letzten 3 Spielzeiten. Doch jetzt ist Nuri zurück. Mehr denn je. Und in dieser Saison will er mit seinem BVB wieder hoch hinaus. Kleine Rückschläge können ihn dabei schon längst nicht mehr aufhalten. Sehr schön. Ja, wir haben es gehört, in nur 21 Bundesligaspiele in den letzten 3 Spielzeiten, da sind viele Verletzungen bei gewesen. Jetzt bist du allerdings wieder voll da, so wie in deinen besten Zeiten. Ja, das hoffe ich. Für mich war es dieses Jahr, oder die Vorgabe, man nimmt sich ja für jedes Jahr etwas vor. Ne? Und für mich war es dieses Jahr einfach sehr, sehr wichtig, dass ich komplett die Vorbereitung mitmache, dass ich keine Einheit verpasse, dass ich die Testspiele, dass ich in den Testspielen meine Minuten bekomme. Ja, und dann irgendwann auch meinen Rhythmus habe, um meinen Fußball zu spielen und um meinen Fußball zu spielen. Und das ist mir gelungen jetzt in der Vorbereitung. Und das macht mich sehr glücklich, dass ich körperlich auf einem wirklich guten Niveau bin und dass ich auch die Aufgaben, die man bekommt bei uns jetzt in dem neuen System, dass ich die auch erfüllen kann. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Wie siehst du aktuell deine Rolle in der Mannschaft? Ja, ist natürlich eine tragende Rolle, allein schon wegen der Position halt. Ne? Im zentralen Mittelfeld ist es sehr, sehr wichtig, dass man, wie Jürgen Klopp das gerade gesagt hat, dass man dominant ist, dass man versucht, den Ball zu bekommen, dass man seinen Mitspielern hilft. Und ich bin jetzt auch keine 16 mehr, ich bin jetzt in meinem 13. Jahr sozusagen. Und da ist es auch wichtig, dass man hilft, dass man sich selber helfen lässt. Ist ja auch manchmal so, dass wenn man älter wird, dann will man auch nicht mehr hinhören. Aber bei mir ist das so, mir kann ein Felix Pastor kann mir genauso viel sagen wie Papa Sokrates oder Marcel Schmelzer. Und das ist halt ist einfach gut. Und ich fühle mich da bereit und nehme die Rolle an, so wie die auch ausgefüllt werden muss. Neuer Trainer, neue Spieler, neues Spielsystem, viele Verletzte, einige Verluste, Vermisste. Es war eine aufregende, turbulente Vorbereitung. Wie gut gerüstet siehst du unser Team für das Spiel gegen Wolfsburg? Gut, ich komme gerade vom Training und ich muss sagen, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir uns seit dieser Woche dann auch auf Wolfsburg wirklich sehr, sehr gut vorbereiten. Und ja, die Wahrheit liegt jetzt auf dem Platz. Es geht um die ersten 3 Punkte und die wollen wir natürlich holen. Ob es jetzt heim oder auswärts ist, ist uns natürlich egal. Und mit unserem neuen Trainer, mit seinem neuen System, finde ich, dass wir immer besser klarkommen und dass die Automatismen immer besser greifen. Und ja, das sollte man am besten am Samstag zwischen 15:30 und 17:15 dann auf dem Platz sehen. Ich werde es hoffentlich begeistert im Netradio sagen können. Das würde mich freuen. Es gibt was Neues, wir haben es ja schon angekündigt. Ja. Eine Neuerung ist, dass ein Mitspieler eine Frage an meinen Gast stellen darf. Und wer das ist, kannst du dir sicherlich denken. Ja, ich kann es mir denken, ja, und viele andere auch, glaube ich. Ihr versteht euch einfach gut, ne? Ja, ich mag ihn. Ich sage es nicht so gerne, aber ich mag ihn. Und da wollen wir mal hören, wie die Frage so lautet.
Nuri, grüß dich. Ja, ich habe da heute noch so eine Frage für dich vorbereitet. Und zwar weiß ich ja, dass du sehr fußballinteressiert bist und dir sehr viele Spiele auch in den unteren Ligen anschaust. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, was du über den RSV Meinerzhagen denkst und wie du da die Chancen in der Liga beziehungsweise sogar die Aufstiegschancen siehst. Ja, das ist eine Frage, die durchaus berechtigt ist, die Schmelle da gestellt hat. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt seit ein paar Jahren mit meinem Bruder und mit meinen besten Freunden helfen wir unserem Heimatverein. Und wir sind letztes Jahr aufgestiegen. Es hat Fußball Deutschland ja mitbekommen. Haben alle mitgekriegt. Das ist Sky doch eine Sondersendung noch gemacht. Ja. Ne? Und wir sind auch gut in die Saison gestartet. Wir haben jetzt 3-2 gegen SSV Hagen gewonnen. War ein gutes Spiel. Du meinst, wie ich vorbereitet bin? Ja, das freut mich. RSV, ich bin mir sicher. Ich lese jede Woche. Ja, nee, ist gut. Das macht Spaß. Die Jungs haben Spaß am Fußball. Ich finde, Amateurfußball macht mir extrem viel Spaß. Ich gucke sehr, sehr gerne Amateurfußball. Und die Jungs machen das gut. Und wenn es dann dem RSV Meinerzhagen auch ein bisschen gut geht und ich da etwas zurückgeben kann, why not? Also mir macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, Meinerzhagen ist ja sowas wie deine Heimat, liebe. Ja. Da bist du geboren, ist ganz klar. Und du hast diese Woche nochmal in einem sehr emotionalen Text das auch zum Ausdruck gebracht. Für die, die es nicht gelesen haben, einfach nochmal aus deinem Munde. Weshalb ist Borussia Dortmund und Nuri Sahin quasi eins? Ja, erst einmal möchte ich sagen, warum ich diesen Text habe. Wieso es diesen Text überhaupt gibt, wieso es diese Kolumne überhaupt gibt. Das war für mich, ich habe lange überlegt, der Text ist jetzt nicht eine Woche alt, der Text ist schon länger fertig und war sozusagen im Regal. Und ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt machen soll, nach der langen Zeit. Und jetzt im Urlaub habe ich mir dann Gedanken gemacht und war dann in der Türkei mit meiner Familie und wurde sehr oft auf diesen Tag angesprochen. Und da war ich in Spanien, wurde auch dort sehr oft angesprochen und da war es für mich klar, ich muss das einmal loswerden und einmal damit abschließen und deshalb der Text. So, in Sachen Borussia Dortmund, ich habe es damals schon gesagt, es gab ja jetzt auch Leute, die auf meinen Kanälen geschrieben haben, ja, du warst ja bei der erstbesten Gelegenheit, bist ja auch weggegangen. So, de facto nein. Es war, einmal musste ich gehen, weil ich ausgeliehen wurde an Feyenoord Rotterdam. Ist mir auch im Nachhinein sehr, sehr gut getan hat. Auf der anderen Seite, jeder, der diesen Text auch gelesen hat, muss, glaube ich, verstehen, was es mir bedeutet, für Borussia Dortmund zu spielen. Es war ein Kindheitstraum von mir, auch bei Real Madrid irgendwann zu spielen. Ich stand genau da unten hinter dem Tor, das werde ich nie vergessen, hinter der Bande. Und als wir in der 90. Minute das Tor von Real Madrid bekommen haben, hat Portillo damals, hieß der Spieler, das 1-1 gemacht hat, da war ich kaputt. Und dann war so dieser Moment, diese weißen Trikots, diese Spieler so zu sehen, von dort, so nah. Und das war für mich so, wow, diese Trikots, diese Spieler, das ist so magisch. Und das wollte ich auch. Ich wollte immer für Borussia Dortmund spielen, aber ich wollte auch die Chance für Real Madrid spielen. Irgendwann, das war ein ganz, ganz weiter Traum. Ich wusste nicht, ob ich es schaffen werde oder nicht, aber dieser Traum kam. Nichtsdestotrotz war es für mich immer so, Borussia Dortmund ist und bleibt der Verein. So für mich, es war für mich, da hat man gerade auch in dem Video gesehen, so der Tag, als ich zurückkam, da hat sich für mich definitiv ein Kreis geschlossen. Und das war für mich einfach, ich war einfach mega glücklich, wieder hier zu sein. So, jetzt, ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich diese Chance bei Real Madrid nie genutzt habe oder es nicht probiert habe. Aber was für mich viel, viel wichtiger ist, ist, dass ich wieder hier bin, dass ich wieder in diesem Stadion Fußball spielen kann, dass ich in diesem Verein involviert bin, dass man jetzt auch sagen kann, nach 13 Jahren ist Nuri Sahin bei Borussia Dortmund. Und ja, es gibt mir sehr, sehr viel und macht mich sehr glücklich. Und ich hoffe, dass es noch sehr, sehr, sehr lange so weitergeht. Ja, dann wünschen wir natürlich für die Zukunft nur alles Gute für dich und positive Schlagzeilen natürlich in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und natürlich Jahren. Jetzt fehlt natürlich der abschließende Zweikampf noch zwischen Nuri und Nobby. Aber diesmal gibt es nicht Tor oder kein Tor. Nein, es gibt etwas Neues, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, um was es geht. Allerdings, ja, du hast doch Ahnung. Du hast Nein. Jeder von uns bekommt eine gelbe und eine schwarze Karte. Wir bekommen
irgendeine Szene eingespielt und wir müssen dann raten, wie es weitergeht. Aber mehr kann ich dir auch. Und was bedeuten nicht, die? Also ja, es gibt also eine Antwort in Schwarz. Ach so, eins von den beiden. Okay. Und und dann bin ich mal gespannt. Drücke ich mir mal die Daumen. Ne? Ja. Bitte, Pichu. Nee, das ist Olic. Nee, Pichu! Pichu! Yes! Nee, Pichu. Pichu! Olic? Weißt du, wer recht hat? Ja, du. Oder? Ja. Ah, das ist nicht gut. Sehr schön. Ich führe. Boah. Stefan Stoffelklos. Wolle an die Latte? Warte. Also, der Ball tickt und... So weit kann Stoffel nicht schießen. Aber nicht von Klos. Heißt ja nicht, dass es von Klos ist. Ja. Ich meine es zu wissen. Ist der Ball tickt? Ich weiß es nicht. Ich sage Kopfvoll mit Platzwunde. Ist das nicht Matthias? Nee. Nee, Sammer war ja Libero. Ist Alter. Sogar Sammer, ne? Der steht da, ne? Hast recht. Kann der denn so. Könnte der. Kann der kommt sehr weit. Ja, falsche Richtung, aber ich hatte recht. Ich dachte, der tickt und will schießen. Ja, aber das sind doch unsaubere Punkte für dich. Das nehme ich mit. Ein dreckiges 1-0 nehme ich mit. Und es steht 1-1. Ja, aber das habe ich jetzt 1-0 gewonnen, das ist. Jürgen Kohler? Jürgen Kohler. Roy Prege. Können wir das gleiche nehmen? Ja, ne, hier, komm. Präger grätsch ihn ab. Präger grätschen. Ja! Jürgen Kohler tritt nicht in den Boden. Niemals. Was ist denn das für ein Spiel, ey? Hab ich gewonnen? Ja! Jürgen Kohler kann doch nicht in den Boden treten. Das ist doch so ein Ortsfuß gewesen. Hab ich gewonnen? Ja! Ja, das gibt einen Zwischenstand, der mir gar nicht gefällt. Nori, Glückwunsch. Vielen Dank. Und letztes Jahr haben wir ja auf einem schönen Bild unterschreiben lassen. Dieses Jahr machen wir etwas anderes. Wir machen Selfies. Ach, cool. Mit einer Sofortbildkamera. Hier können wir sehen, ob wir drauf sehen. Und du kannst ruhig Faxen machen. Ne? Also wir wollen ruhig mal gucken, sind wir so drauf? Ist das gut? Ja, ich bin gespannt. Dass du meine linke Hand drauf hast. Das muss ich jetzt rausziehen. Schütteln. Wir werden ein bisschen schütteln. Und das Bild braucht ja einen kleinen Moment, bis es fertig ist. Bis dahin schauen wir uns einen schönen Beitrag an. Diese Woche war ich unterwegs mit Maximilian Philipp, mit Milli im Spaderbus. Und für euch ein paar Ausschnitte. Ich empfehle euch allerdings, den ganzen Beitrag euch anzuschauen. Ja, ich finde ein sehr schönes Foto. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Ich bitte dich, das Foto zu unterschreiben. Und am Ende des Jahres haben wir ganz, ganz viele tolle Fotos von Nori und meinen weiteren Gästen. Ja, das war's heute vom Feiertagsmagazin, dass ihr morgen den Jungs in Wolfsburg natürlich die Daumen drücken müsst.
müsst, ist ganz klar. Ihr gebt euer Bestes. Bringt bitte 3 Punkte mit, damit wir so in die Saison kommen, wie wir uns das alle wünschen. Vielen Dank, dass du gekommen bist, dir Zeit genommen hast. Bleib gesund und komm bald wieder. Vielen Dank. Danke. Nori, tschüss, macht's gut.